Ihr wollt unbedingt wissen, wie es sich anfühlt, unbewaffnet in den Ebenen rumzutouren und sich mal mit einem Fooling auseinanderzusetzen, ist ja ganz okay, aber was passiert, wenn da ein ganzes Dorf ist? Und kann man sich vielleicht ein bisschen Unterstützung aus dem Dunkelwald mit dazu holen? Die Antwort auf diese und weitere Fragen gibt's im heutigen Video. Ich bin der Kai, der Typ mit dem Bart. Herzlich willkommen bei Einzigbartig. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Teerblupsen auseinandergesetzt und das ging eigentlich viel, viel besser, als ich gehofft und gedacht hätte. Einfach mit Feuer und dann sind die auch relativ schnell kaputt. Wobei man auch da sagen muss, da hatte ich ein bisschen Unterstützung von, ich weiß gar nicht mehr, was mir da genau geholfen hat, ob es Deskitos waren, ob es Loxe gewesen sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir werden uns heute nochmal ein bisschen um die Ebenenbewohner kümmern und da werde ich einen ganz großen Fokus natürlich auf die Foolinge legen, denn wir brauchen auf jeden Fall Flachs und wir brauchen Gerste, um dass wir uns dann auch dementsprechend das bessere Buffhut und vielleicht auch bessere Rüstung zusammenklöppeln können. Ihr wisst ja selber, was da alles für nötig wird, brauche ich gar nicht großartig aufzählen. Die spannende Frage wird sein, was passiert denn, wenn ich in so ein Dorf reinrenne? Ja, und was ist die richtige Taktik? Werden wir mal sehen, was da heute passieren wird und außerdem will ich mal gucken, ob es möglich ist, sich mit Loxen auseinanderzusetzen, nur mit Feuern. Auch das eine spannende Sache. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert und lasst es uns einfach gemeinsam raus. Finden, genau jetzt. So ihr Lieben, hier ist mal wieder dunkel. Könnte ich gerade auch mal eine Runde knacken gehen. Hätte ich eigentlich schon im Vorfeld machen können. Ist jetzt aber, ist einfach so, wie es ist. Ja, also Ebenen. Wir müssen gucken, dass wir die Statuetten zusammenkriegen. Wir müssen gucken, dass wir Jagdluft natürlich finden. Das ist natürlich eines der allerwichtigsten Dinge. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unsere Rüstung ein bisschen verbessern. Und was mir eben beim Einloggen aufgefallen ist, ihr seht es hier selber, es scheint wohl wieder ein Halloween-Patch gegeben zu haben, denn der Spitzhut ist jetzt drin und tatsächlich ist auch das Rabenlicht drin. Und mir war gar nicht bewusst, dass das Rabenlicht heißt. War das nicht Rabenlicht? Ist da was bei der Lokalisierung vielleicht schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Ist aber egal. Auf jeden Fall ist der Kürbis wieder mit dabei und ist natürlich das richtige Zeichen dafür, Mensch, es ist wieder Halloween, Freunde. So, lasst mich noch mal ganz kurz gucken. Ich muss ein bisschen Zeug zusammen. Also ich habe nach der letzten Folge habe ich den Sumpf dann noch ein bisschen trocken gelegt, habe da das Zeug noch rausgeholt und ich habe nach wie vor immer noch ein Platzproblem hier, weil ich einfach alles zugemüllt habe und eigentlich nie dazu komme, hier mal aufzuräumen. Ja, hier draußen ist wahrscheinlich auch schon wieder alles voll. Naja, wer hätte es denn auch gedacht, ne? Hier können wir auf jeden Fall den Teer schon mal reinpacken. Da haben wir noch dieses und jenes und hier haben wir, glaube ich, noch Kohle. Ja, Kohle können wir eigentlich auch mal hier reinpacken. Ist ja völlig wurscht, was dabei rauskommt. Hauptsache, sie ist weg. So, wir haben noch ein bisschen davon, wir haben noch ein bisschen hiervon, wir haben davon auch noch was. Wir bräuchten auf jeden Fall, muss ich noch mal ein bisschen Zeug verteilen hier. Geht doch mal aus dem Weg, ihr blöden Wölfe. Und dann werden wir uns heute mal anschauen. Ach, guck mal, da haben wir noch Moltebeeren. Genau, das werden wir auch mitnehmen. Dieser eine Fisch, ne? Das macht der eine Fisch hier. Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, wo der herkommt. Den habe ich ja aufgehoben. Der hat da auf dem Felden gelegen. So. Das kommt dahin. Wäsche haben wir noch. Eins. Das ist aber nicht so viel. Habe ich nicht noch mehr? Moment. Was brauchen wir nochmal für Wäsche? Muss ich gucken. Guck mal hier, Rowerfish. Guter Fang. Würste, Innereien und Wildschweinfleisch. Und die Innereien habe ich, glaube ich, keine mehr, ne? Ach doch. Wildschweinfleisch und Distel. Guck mal, da können wir, glaube ich, noch einmal herstellen. Nee, ach komm, sogar mehr. So, genau, machen wir es so. So, dann kommt das da mit rein. Der Fisch kommt auch mal hier mit rein. Die Innereien kommen hier mit rein. Das sieht doch ganz gut aus, Freunde. Damit können wir doch arbeiten. So, ich glaube, ich brauche aber nicht so viele Surtling-Kerne. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier. Genau, so, der Tag bricht heran. Das heißt, wir sollten mal ganz kurz reparieren. Ja, insofern es was zu reparieren gibt. Aber es sieht ganz gut aus. Das sieht auch gut aus. Zack, zack, zack. Mal eben was reingeschüttet in die Figur.
Mir fehlt noch normales Holz, aber das müsste ich, glaube ich, in der anderen Base drüben haben. So, einmal mal durchgeflitzt und dann werden wir uns nochmal aufmachen in die Ebenen. Ich bin da jetzt nach der letzten Folge auch nochmal außen rumgelaufen, habe mal geguckt, wie groß das Ganze ist. Ich glaube, das ist nicht das, wo ich ursprünglich hin will, deswegen werde ich hier jetzt auch gar nicht großartig weiter das ausbauen, weil mir das von... Es ist mir einfach Rille jetzt hier, ne? Also, ob das jetzt funktioniert oder nicht oder ob das kaputt geht, völlig egal. Was macht er denn hier? Wie kommt er denn hier rein? Ja, ich habe hier hinten eine Lücke gelassen. Das habe ich jetzt davon. Und außerdem habe ich wahrscheinlich die Vorsprünge auch so gestaltet, dass sie da einfach drauf zugreifen können. So. Ein bisschen Holz mitnehmen. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob dieser olle Troll noch da ist. Und den werden wir dann noch einfach mal mit rübernehmen und mal gucken, wie die sich anstellen. So. Du bist... Oh, ein VIP-Grauzwerk. 2 Sterne. Guck mal, da kommt doch schon hier. Hey, hey, Leute. Lasst mich aus dem Spiel. So, guck mal, er hier. Da ist er doch. Komm mal mit. Wir nehmen den mal mit in die Ebene und gucken mal, was passiert, wenn der auf... Loxe trifft oder wenn der auf Deskitos trifft oder wenn der auf Fuhlinge trifft. So, guck mal hier, der Lox legt sich auch gleich schon an. Und da geht die Party ab, ne? Das ist natürlich immer sehr geil zu sehen. Ja, du stehst einfach nur da und bist Zuschauer und guckst einfach, was passiert. Ja? So, der haut dem Lok schon anständig auf die Fresse, aber wenn der Loks mal ausholt, dann ist der Troll gleich auch in den Fritten, ne? Also, das ist ja schon abzusehen. Komm, als ob. Viel zu langsam, mein Freund. Komm mal mit. Wollt ihr nach mir schnappen? Habt ihr das gesehen? Wie ist er denn drauf? Mitkommen. Einfach mal mitkommen. Die halten schon was aus, ne? Also die soll man sich ruhig mal zunutze machen hier. Wollen wir mal kurz anpieksen, dass der auch ja wieder mitkommt. Ja, ja, ja. So, guck mal, da hapst der auch nur einmal rein. Auch super nice. So, der Loks brennt. Der Loks brennt, der Loks brennt. Haben wir hier noch ein Dorf? Guck mal, hier drüben ist ein Dorf. Guck mal her, den nehmen wir mal mit. Guck mal her, du Eimer. Oh, oh, ich sag noch Eimer. Zack, peng, voll in die Fresse. Natürlich auch super geil, da mit einem Heiltrank nur reinzugehen. So, ich nehme den mal mit auf die Party hier. So. Au, au. Der macht da irgendwie nichts, ne? Das ist irgendwie nicht so die Unterstützung, die ich mir erhofft habe. Ey! Ach, wenn man jetzt so einen Surtling hätte, ne? Na, das ist ja, der ist ja eine Mordshilfe. Finde ich ja ganz wild.
So, da muss er halt brennen. So geht's auch. Weil die Frühlinge sind genauso dämlich, ne? Frühling rennt genauso dämlich, rennt einfach rein. Mein Gott. Was ein Intelligenzbestie. So. Naja, also ihr seht's, das ist schon mal ganz gut, ne? Da brauchst du also ehrlich gesagt auch gar nicht so viel machen. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, zu viel Schrott gerade einstecken. Ich glaube, das wollen wir nicht. Weg, weg, fort, weg. Bzz. Fort, brauchen wir nicht. Das ist wichtiger hier. Jawollo. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das müsste eigentlich reichen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das irgendwie schaffen, die Funige da hinten nur mit Hilfe von Feuer zu legen. Oha, wenn der mich erwischt, dann ist aber echt was los, ne? Au. Guck mal, das ist übrigens auch ein Grund, warum man die Rüstung noch nicht abgeben sollte hier. Weil die eben noch diese Feuerwiderstand hat. So, was mit euch? Kommt ihr alle mal mit? Einmal tanzen? So, genau, immer schön durchlaufen. So ist gut. Ja, so wird das doch was. Also irgendeinen Doofkopf gibt es immer, der durchrennt, ne? Du brauchst echt nur Verstecken mit denen spielen. Und zack. Oha. Der ging mal voll ins Gesicht. So, die lösen sich dann auch nach und nach echt alle auf. Finde ich ganz gut. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil die Ausdauer nachlässt. So, guck mal, Sutling legt sich mit dem Dings an, mit dem Schaman. Ist auch nice. So geht das. So, haben wir den auch noch zerlegt. So, habt ihr gesehen, Freunde? Es geht auch völlig ohne Gerappel. Wichtig ist halt, was ist hier los? Oha, ein Sterne. Oha, jetzt weg. Das könnte wehtun. Eigentlich hätte ich hier mal so eine Grube drumherum ziehen müssen, ja. Das wäre eigentlich auch eine geile Taktik gewesen, ja, das Ding komplett auszuheben bis auf den Boden, ja. Und dann
Boden drauf, so ähnlich wie man es mit den Wölfen macht. Und dann einfach den Boden wegreißen. Nee, 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 mein Freund. Ich hab doch geblockt. Ich schwöre, ich hab's doch gesehen. Au. Ich glaube, jetzt wird's mal Zeit für einen Trank. Oh, da drüben lebt ja noch ein Blubs, okay. Au, 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 oh, scheiße. Den habe ich nicht gesehen. Der wird mich jetzt niederraffen. Da wird es mich jetzt zerlegen. Das schaffe ich nicht. Ja, das war's. Den Blubs habe ich nicht gesehen, ey. Tausende Fooling überlebe ich, aber den einen bescheuerten Blubs, den kriege ich nicht mit. Wie blöd kann man sein? So. Ja, aber so ist es einfach, ne? Also das muss man auch mal mitgemacht haben. Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass da noch einer ist. Das ist jetzt ganz klar auf meine Kappe. So. Essen habe ich natürlich nichts hier gelassen. Das ist jetzt wieder so ein Problem. Das heißt, ich kann gucken, dass ich da drüben irgendwie hingeflitzt komme. Ach, das ist ja wieder scheiße vorbereitet. So, lasst mich kurz gucken, wo ist meine Leiche? Jetzt habe ich auch noch, ja super, auch noch runtergesprungen, wahrscheinlich auch gleich noch krepiert. Ja, was zu essen wäre halt geil gewesen. Könnte jetzt auch mal eben rüberflitzen, mir was anderes holen, aber ich verzichte mal drauf. Ja, genau, jawoll und nochmal. Nixen. Arr. So, Freunde, bei nächster Überlegung werde ich mal ganz kurz zurückporten. Werde mir mal ein Wöstchen oder irgendwas zwischen die Kiemen drücken und werde dann wieder zurücklaufen. Dass ich da noch meine Sachen wiederbekomme. Ja, 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 so ist das. Einmal nicht aufgepasst, bums, wirst du auch von Nixen zerlegt. Auch das kann doch passieren, ja. So. Was futtern wir denn mal? Was haben wir denn hier noch Gescheites? Ja, ist leider nur hier. Das macht gerade Sinn. Kurz Rested holen. Ja. Und da müssen wir auch gucken, dass wir für die nächste Folge dann, habe ich auf jeden Fall, dass wir uns dann, oder ich bis dahin dann offscreen geguckt habe, ob ich ein schönes Stück Land finde. Und dann gibt es erstmal wieder Baufolgen. Ja. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, irgendwas mit Mistlands zu finden, also was vielleicht so ein bisschen angrenzt. Weiß gar nicht, ob das bei der letzten, bei der No-Map-Challenge gewesen ist, wo der Jaglo-Spawner ziemlich nah an den Mistlands dran war. Sowas hätte ich tatsächlich gerne nochmal. Das letzte Mal war ich echt am Fluchen drüber, aber diesmal würde ich es mir echt wünschen. Ja, ja, hör auf zu quäken. Ja, genau, kümmere du dich mal um das Schwein. Ich kümmere mich um meine Klamotten.
So. So wie ich das sehe, wird da drüben immer noch fleißig gekämpft. Finde ich ganz gut. Da sind nämlich die Surtlinge gerade noch dabei, noch irgendwas auseinanderzubauen. Also eigentlich ist das mega geil, ne? Einfach darüber ziehen. Die ganze Bagage. Das ist eigentlich auch eine Idee. Scheiße, jetzt habe ich aber keine Tränke mehr, ne? Was trage ich denn jetzt schon wieder zu viel? Was hat er denn? Was will er denn? Weg, weg. Stirb auch du, mein Freund. Brutus. So, guck mal, hier gibt es auch noch. Ach nee, das habe ich ja gerade weggeschmissen, ne? Nee, den Lockspelz will ich doch behalten. Hier, yeah, das brauche ich nicht. Komische Nadeln brauche ich auch nicht. Das muss ich natürlich auch noch aufpassen wegen Nightspawn und so ein Krempel, aber das dürfte hier, glaube ich, noch gar nicht so ins Gewicht fallen. Aber kann ich mich natürlich auch täuschen. So, willst du mal herkommen? So, haben wir den auch zerlegt. Die sind echt so bescheuert, ne? Du brauchst die echt immer nur versuchen, da durchzulocken. Und die rennen da echt ins Feuer. Wie blöd kann man eigentlich sein? Kein Wunder, dass ihr ganz unten auf der Nahrungskette steht. Au, au. So, die nehmen wir alle mal mit runter zu dem Surtling-Spawner. Auch den Berserker. Mal gucken, was der da unten so treibt. Ah, komm. So, Freunde. Ich habe mal was mitgebracht. So, wir schauen uns das Spektakel mal an. So, jetzt hätte ich gern ein bisschen Popcorn, ein bisschen Cola. So, der Kollege brennt auf jeden Fall auch schon mal. Das ist ganz gut. Genau, Stiefel einfach durch. Aufpassen hier. Ganz schlechtes Mojo, wenn mir hier die Ausdauer ausgeht, ne? Guck mal, du brauchst den aber, der rennt automatisch da durch. Wie hohl kann man sein? Einfach immer nur hin und her, hin und her. Und das Geile ist an den Surtling-Kern, also da habe ich auch echt Suff, dass es das hier gibt, ne? Sonst hätte ich das mit einem normalen Feuer machen müssen, aber das Geile ist halt einfach, die rennen da einfach durch, ohne Wenn und aber... Oh, oh, oh. Das war knapp. Das hätte auch mal echt im Gesicht brennen. Wie viel haben wir noch? Oh, das ist sogar ein Sterne-Berserker. Das könnte ein bisschen dauern, Leute. Aber da müsst ihr jetzt mit einfach dabei bleiben. Ja, den kriegen wir schon fertig. Den blocke ich, glaube ich, auch mit dem Schild nicht weg. Das will ich auch gar nicht probieren. Au.
Da waren wir wieder mutiger, als wir eigentlich hätten sein sollen. Aber da seht ihr mal, ein Schlag überlebst du, dann ist aber auch echt Schichte, ne? Also dann ist vorbei. So. Der kann sich da jetzt erstmal austoben. Ist einfach zu langsam. Er ist einfach zu langsam. Ich weiß auch nicht, ob man den Schwinger irgendwie einmal überleben kann, beziehungsweise stunnen kann, blocken kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn man den hat, also ich glaube, diese drei Schläge hintereinander, die blockst du nicht weg. Ja. Da wirst du selber wahrscheinlich nach dem ersten Block, wirst du da schon betäubt und dann war's das, ne? Dann ist da der Ofen aus. Also tatsächlich hätte ich das gleiche jetzt auch mit dem Signalfeuer mit ihm probiert, ne? Oh. Oh! Den hat er mir mitgegeben. Den habe ich nicht gesehen, ey. Meine Fresse, der hat ja reingehauen. Wie gut, ey. Sorry, wenn ich mich da so drüber freue jetzt, aber das ist genau das, was ich gemeint habe, ja? Also manchmal, wenn du dann auch nicht aufpasst oder so viel am Quatschen bist, dann kann das einfach mal passieren. So, jetzt muss ich aber gerade noch mal zurück, drüben eine Runde pennen gehen. Noch mal ein Stück Flasch einwerfen. Und dann kann ich zusehen, dass ich mir meine Klamotten da hinten wieder besorge. Na, 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 na. So, ja. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Ihr habt es ja gesehen. Man kann die auch ohne Waffen besiegen. Es dauert halt alles ein bisschen länger. So. Gehen Sie doch mal weg. So, haben wir noch mal das Wolffleisch reingeschmissen. Ja, aktuell wünsche ich mir auch, ich hätte ein paar Wölfe dabei, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Also, was haben wir denn vorhin gesehen? Also, wir haben es ja probiert, mit dem Troll, den da mit reinzuziehen. Also, ja, Trolle sind groß und Trolle sind vielleicht auch stark, aber die machen halt auch nicht wirklich viel, ne? Also jetzt zumindest jetzt hier bei irgendwelchen Fooling oder so, da lösen die halt auch nicht mehr so riesen Glücksgefühle aus bei denen. So, was habe ich denn hier? Bin ich doch gar nicht fort mit dem Dreck. So, ich würde jetzt hier gerne mal irgendwo runter, ohne Leben zu verlieren. Muss ich mal gucken, ob ich so hier irgendwie mein Grabstein drankomme. Ja, da hinten ist ein Deskito. Den wollen wir nicht. Da ist auch einer. Jetzt sind natürlich die Eierköpfe da, ne? Das ist genau das, was ich brauche. Das macht mein Leben ja so richtig unkompliziert. So, kommt mal her. Nein, ich trage zu viel. Nein, ich trage immer noch zu viel. Lauf, Forest, lauf. Oh mein Gott. Da ist auch meine Mütze noch drin. So, puh. Jetzt müssen wir den Berserker da hinten nochmal irgendwie bekommen, ne?
So, so macht man das übrigens mit den Dings, ne? So, wo ist der Kollege Berserker? Wo berserkt der hier rum? Wo ist er hin? Ich höre ihn doch schreien. Wo schreit er? Ich habe ihn doch schreien hören. Ach, da hinten tobt er rum. Ach, guck mal hier, was wir hier haben. Wir haben hier Flachs. Lalala. Können wir mal ein bisschen Flachs mitnehmen? Ist er das hier? Peter, bist du's? Nee, durch das rennt er nicht, ne? Nee, durch das will er einfach nicht rennen. Na gut, dann kommst du halt nochmal mit. Soll ich es mal probieren, den zu blocken? Okay. Ah, wie gut, ey. Soll ich mal probieren zu blocken? Warm! Ich habe ihn geblockt mit dem Gesicht, Freunde. So, apropos Gesicht, wir werden es dann auch hier erstmal bei der heutigen Folge belassen. Ja, das gehört halt auch einfach mal dazu. Da muss man doch einfach mal durch. Aber ich muss es ja ausprobieren. Ich wusste es jetzt eben nicht. Vielleicht hätte es auch irgendwie geklappt, wenn ich noch ein bisschen besseres Food gehabt hätte. Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich meine, mich erinnern zu können, so ein Ein-Sterne-Berserker mit so einem Eisenbuckler da wegzublocken, das ist, glaube ich, auch schon ganz hohe Kunst. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Glück, um dass das nachher funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach wieder zu doof angestellt habe. Aber ich werde es mir gleich in den Aufnahmen nochmal anschauen und dann werde ich das ja selber entscheiden können für mich, ob das so schlau war oder nicht. Ihr Lieben, ich möchte mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe auf jeden Fall gehabt. Ich fand es richtig cool, Leute, auch wenn ich 2-3 Mal krepiert bin. Aber ihr seht, es ist das Spiel, es gehört einfach dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschö mit ö.